Mit was? Ha! Natürlich liegt da eine Batterie! Ist klar! Das ist recht schwierig, den verliere ich gleich. So, da hochkommen wir schon klettern, hab ich ihn gesehen. Ja. Ist da? Und man das raus, da, bevor dich gleich jemand attackt. Ja, schnell raus. Von der Side of Life. Ne? Hallo. Mach mal eine Runde. Da hinten ist eine Leiter, Treppe, wie auch immer. Da ist schon wieder einer am Abhängen. Zapfen da. Da ist ein Loch, geh aber erstmal da durch. Da. Stimmt. Da ist eine Tür. Glaubst du nicht, dass es hier weitergeht? Keine Ahnung. Mach das Licht aus. Da liegt ein Journal auf dem Boden. Bin schon schwach, kalt, es blutet immer noch. Aber es tut nicht mehr weh und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Wallrider nicht mehr hören. Das ist der Wallrider. Das haben wir auch in der Dusche da überall an der Wand gesehen. Genau. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir meine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich gehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Das war keine Therapie. Wir wurden geopfert, um einen Dämon zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige Hölle. Sie sind gestorben. Das ist wahrscheinlich so beim Sterben die einzige Hölle. Punkt. 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 Die Punkte sind auch wichtig, ey. Die Punkte sind ganz wichtig. Noch ein. Aber was für ein Dämon denn? Tag ist runter. Lass bloß die Kamera an. Ja, wir haben hier noch Batterien gehabt. Warum denn nicht schon? Ach! Nee. Da ging's doch weiter durch, oder nicht? Da. Und da kann man wahrscheinlich irgendwie rüberklettern oder so. Oder nicht? Geh auf jeden Fall da mal zur Kiste. Da liegt wieder eine Batterie. Also würde ich sagen, müssen wir durch das kleine Loch da hinten. Da gerade drüber. Ja. Auf jeden Fall, unser Batterievorrat sieht schon wieder gut aus. Sehr gut sogar. So viele hatten wir noch nie. Und vielleicht müssen wir erstmal reloaden. Warum ich nicht durchs Loch gegangen bin. Das sieht nämlich recht dunkel aus, wenn ich ehrlich bin. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist ein großer offener Raum da. Man sieht dann nichts. Versuch mal ganz am Rand lang zu gehen. Ich will da nämlich nicht mitten durchs Dings gehen, ne? Riesige Katakombe hier oder was? Also, wenn hier nichts ist, ne? Was uns vielleicht töten will. Herzschlag von unserem Charakter. Ich gehe gerade nicht. Hast du was gehört? Ja. Dreh ich mal um. Ist der Fette! Geh weg! Geh irgendwo in die Mitte. Sie müssen doch hier irgendwo. Alter! Warum ist der Fette denn hier unten schon wieder? Da hinten leuchtet immer irgendwas. Da. Siehst du das? Da müssen, das ist ein Leiter oder so. Das ist ein Leiter, ja. Da hinten ist er. Er verfolgt uns, er hört uns. Digga, mach das Licht. Also gut, sagt er. Ja, da ist die Leiter ab. Aber da kann man vielleicht hochklettern, oder? Nee, das ist eine Treppe. Da ist er. Schnell, 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 schnell. Lauf, lauf, lauf. Los, 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 los. Lauf erstmal weiter, lauf erstmal weiter. Raus. Wow, 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 wow.
Wow, das sieht nicht so gut aus. Lauf, ey, und der hat uns verloren. Nee, der ist direkt hinter mir. Oh, da ist noch einer. Ich hoffe mal, der hat uns nicht gesehen. Der hat eine Zwangsjacke an, das war nur so wieder so ein... Okay, der ist weg, das ist gut. Nicht nice. Aus. Man sieht nichts schon wieder. Es war auch hell. Okay, ein Typ mit einer Zwangsjacke schaut. Oder leidet gerade ein bisschen. FPS-Eindrücke ab und zu. Alter, was ist da drin denn passiert, bitte? Hat man mal, ne? Wir haben gerade nur 25 FPS. Jeder hat ein paar Leichen im Keller, ne? Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Oh, sorry für die Ruckler, weiß ich auch nicht, was da los ist. Ja, jetzt scheinen sie wieder normalisiert zu haben. Komm mal gar nicht lang. Da ist ein Schacht. Schau mal, wenn da. Ah, was steht da? Ah, das kann man wegdrücken. Oh. Ja, wenn da kein Schreckeffekt kommt, dann fress ich ihn lesen. Wobei seine Beine sogar noch relativ. Ich bin mir immer unentschlossen, ob das unsere Schritte sind. Von dem halte ich mich ja immer fern, ey. Hoch geht's wahrscheinlich weiter. Ist das das Dicke wieder? Ne, das könnt ihr vergessen. Ich geh hoch. Leck mich am Arsch, ich kündige. Sag mir jetzt nicht, dass ich da durch muss, bitte. Sag es mir bitte nicht. Du musst da durch. Danke. Sagen. Links oder rechts? Rechts. Schon mal nicht hier. Auch nicht. Schacht. Licht aus. Okay. Da drüben im Raum geradeaus sitzt da jemand. Okay. Nicht schlafen. Wer nicht gewartet dort auf mich? Wahrscheinlich da hoch. Oh, erstmal nochmal hier in die Ecke gucken. Ne? Da ist schon mal. Von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin auch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Ja, indem man sich irgendwo in die Kanalisation aufgereiht hat. Das war wahrscheinlich der Raum, wo wir drin waren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt.
Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lebt jeden Tag etwas Neues dazu. Und er scheint ja ein seriöser Doktor zu sein. Dem, ja, das scheint ja auch nett entlassen zu haben. Gerne und das Messer leben. Mit ihnen hat er direkt aus ihren Nieren entlassen. Was, hallo, hast du es nicht gesehen da? Was? Oh! Ist das der Nierentyp oder was? Tja, das ist ein Typ ohne alles. Nee, der hat noch einen Unterschenkel. So, jetzt gehen wir in den Schacht an. Mal gucken, wie viel Batterien hier noch haben. Gehen wir mal hier rein, ey. Mal los, springen hoch. Boah, ich glaube, ich werde erstmal nachladen. Na, warte mal. Nee, ich habe echt keinen Bock, dass da gleich... Ist doch hell da unten. Ja, da unten, aber wenn gleich die Party abgeht. Falls sie abgehen soll, ne? Schieb mal das Ding da weg von der Tür. Boah, was? Ja, schieb das Ding schnell weg von der Tür. Mach, komm, schieb den Scheiß. Und lauf, 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 lauf. Muss weg. Nein. Nee. Schieb, Mann. Die sind schon hinter mir. Ja. Lauf, 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 lauf! Ich kann nicht schneller. Hier muss ich mal. Daumen rechts, Schaft rechts! Ja. Schnell raus hier, ey. Schnell weg. Welche Richtung? In die wohl. Rechts. Dann da durch, da durch. Ja. Komm schon. Du schlüpfrige kleine Schlampe. Ist jetzt hier Ruhe? Ich trau dem Frieden noch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Lauf, 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 lauf. Wie rechts, zu? Rechts, rechts, rechts. Ja, los! Was ist das für ein... Was ist der? Alter. Hallo, Dr. Wernicke. Ist das was? Wer denn sonst? Ja, irgendein Typ. Na gut, der sieht sehr nach Doktor aus. Na schön, ein bisschen, ne? Aber man kann da reden, nicht nur rumgrölen. So sehe ich das auch ein bisschen verschwommen, noch ein bisschen groggy von dem. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich mich sicher fühlen soll oder nicht. Er fährt also auf jeden Fall nett mit seinem Rollstuhl erstmal durch die Bude. Erstmal nach hinten? Nee. Eine kleine Wohnungsbesichtigung. Da ist der. Oh, da ist sie da! Ist das der Main-Eingang? Da ist der Baum? Wir sind schön rundum. Ja, aber scheinbar, wenn er der Doktor ist, hat er auf jeden Fall schon einige Selbstversuche gemacht, ja, wie er aussieht. Schön, diese Krankenhauskluft mit Arsch offen. Von den Village People, mal ganz ehrlich. Der Brille da so. Der hat uns auch nur angeboten, dass wir nicht weglaufen, wenn er anfängt zu tanzen. Da war ein Schacht, das gesehen, der war offen. Das ist schon mal gut zu wissen, auf jeden Fall. Töte mich, töte mich. Scheiße. Really told her. It's just kind of what he used, yes. Ach, schneide ich mir die Zunge von ihm raus.
Vielleicht möchte ich noch befeucht bleiben. Thanks so much for coming by. We'll begin your constitution in a minute. We'll just need a second to wash. And it'll give us a chance to talk. Jedenfalls knackigen Arsch, würde ich sagen. Auf jeden Fall Squats. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible something. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Ach so, ja, du nicht. Du wirkst nicht verrückt. Maybe people get scared. There's that turn of God is on the end. God died with the gold standard. We're on to a more concrete. Das sieht gut aus. Das ist eine Säge, ja. Murder is the simplest form, but what happens when all money is gone? Glaubst du, Nägel lackieren, oder? Achso, jetzt holt er sich da so ein Säbel aus der... Ne, Schere. Bowie. Nein. You paying attention? Don't pass that on me. Warum? Einfach warum? Alter, Zeigefinger und Ringfinger abgeschnitten. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Alter, dieses Spiel ist so abgefuckt, ne? Was mich wundert, dass man das in Deutschland kaufen kann. Kann man sich jetzt hier befreien, oder? Vermutlich. Die Dinger waren immer noch zu. Ja, das wollen wir alle jetzt sagen. Erstmal die Kamera nehmen, ne? Ich würde sagen, das ist ein guter Platz, um aufzuhören. Ja. Pause zu machen. Also, in diesem Sinne. Guten.